Willkommen zu einer neuen Figurenfolge in den Standardtänzen, heute im Wiener Walzer. Ich habe euch schon mal eine Figur gezeigt, wo ihr öffnet im Paar. Und diesmal möchte ich euch genau dieses Öffnen mit entweder einer Damen-Solo-Drehung oder mit einer gemeinsamen Drehung für beide Partner zeigen. Alles ist möglich, es macht sehr, sehr viel Spaß. Achtung, es ist keine klassische definierte Technikfigur, besteht aber aus Einzelelementen und ist damit ja dann doch irgendwo technikkonform. So, starten wir rein. Mit euch, meine Herren, beginne ich gerne am Anfang. Wenn ihr das mit der Dame tanzt, ich tanze mal in eure Richtung, damit ihr das besser seht. Ich hoffe, ich bleibe dann am Ende auch drauf. Ihr seid in der Rechtsdrehung drin, habt ihr getanzt und tanzt im Vorwärtsstyle. Rechtsdreh hoch. Geht in ein Öffnen rein. Zum Partner, öffnen rück, zum Partner und würdet sie dann wieder auf euch zunehmen und seid wieder in der Rechtsdrehung drin. Das ist die Figurenkombination mit dem Öffnen ohne irgendwelche Drehung, damit ich euch abgeholt habe. Ich zeige es nochmal in die Richtung ohne Drehung, damit ihr mit dabei seid. Wir starten mal mit rechts vor, seid dran. Vor, vor, schließen zum Partner, seid ran, rück, rück, schließen zum Partner, seid ran und in die Rechtsdrehung. Und dann könntet ihr wieder Rechtsdrehung weitertanzen. Ja? Das ist die Figurenkombination. So, wenn ihr drehen möchtet, dann habt ihr eine Rechtsdrehung und ich zeige euch jetzt, an welchem Punkt. Ihr geht rein in die Rechtsdrehung. Rechts, dreh hoch, öffnen, 2, 3, drehen, 2, 3, ankommen zum Partner in die Drehung. Und ihr seid wieder in der Rechtsdrehung drin. Ja? Gleich noch einmal. Ihr seht, ihr habt eine volle, das sind anderthalb Drehungen, die ihr da reinlegen müsst, weil ihr dann weiter in den Rückwärtsteil reintanzt. Ich zeige es nochmal. Ach so. Und eure Drehung ist nicht auf einem Takt, also auf 1, 2, 3 Schritten, sondern auf 4 Schritten. Das heißt, sie geht in den nächsten Takt hinein. Zeigt es noch einmal. Ihr tanzt die Rechtsdrehung, bereitet das Öffnen vor. Rechtsdrehung, die Arme sind runter. Öffnen und durchdrehen, ankommen zum Partner in die Drehung und schon seid ihr im Wiener Walzer drin. Wenn ihr dort dreht, ist die Drehung sehr einfach, weil es ist eine Rechtsdrehung und ihr dreht einfach gleichmäßig über die Füße. Ja, wenn ihr euch das anguckt, Rechtsdrehung vor, ihr dreht ganz gleichmäßig nach rechts. 1, 2, 3, 4, rück, schießen. Ja, das ist das, wie ihr dreht. Ganz entspannt, auf einer Linie bitte, ja, nicht voneinander weg, sonst klappt es nachher im Paar nicht. Das wäre euer Teil. Wenn ihr dreht, meine Herren, bedeutet das immer, dass es eine gemeinsame Drehung wird. Es gibt keine Herren-Solo-Drehung, weil es müsste sonst die Dame führen. Wir wollen nicht, dass die Dame führen und deswegen könnt ihr entweder eure Dame alleine drehen lassen oder gemeinsam mit eurer Dame mitdrehen. Wie merkt sie das? Da gibt es einen Führungsunterschied. Wenn ihr dieses Öffnen habt und ihr tanzt das ohne Drehung, habt ihr immer die eine oder die andere Hand gefasst. Ich zeige das nochmal in eure Richtung hier. Rechtsdrehung. Hier hätte ich beide Hände der Dame gefasst. Jetzt öffne ich. Öffne, jetzt habe ich hier nur noch die rechte gefasst. Ja? Wenn ich nicht drehen würde, würde ich wieder zupacken, würde die andere öffnen und so weiter. So. Was passiert bei der Drehung, wenn ihr mitdrehen wollt? Rechtsdrehung, beide Hände gepackt, öffne nur die rechte. Was ihr jetzt tut, ist, ihr schwingt einfach beim Drehen, ihr geht ja vorwärts und schwingt durch, die Hand durch. Durchschwingen und ankommen. Ja? Einfach laufen lassen die Hand. Daran merkt die Dame, sie soll drehen und ihr dreht mit. Ja? Wenn die Dame alleine dreht, könnt ihr sie stärker unterstützen. Ja, weil so lasst ihr euch irgendwann los. Ne? Also wenn ihr das Ganze getanzt habt
und ihr geht hier in die Drehung beide rein, dann würdet ihr nach diesem Schwung hier, würdet ihr die Hand loslassen, keine Hände, zupacken. Ja? Erst bei dem vierten Schritt, ja, der Drehung, also der 1 von der nächsten Figur, würdet ihr wieder zupacken. Ihr würdet also beide frei drehen. Wenn nur die Dame dreht und damit die Damen-Solo-Drehung tanzt, verändert sich das ein bisschen. Ihr habt die Rechtsdrehung, das Öffnen bis hierhin alles glatt. Und was ihr jetzt tut ist, dass ihr wie ganz normal weiter tanzt, als würdet ihr nicht öffnen und ihr dreht die Dame und haltet die Hand. 1, 2, 3 und greift dann am Ende um, so wie ihr das auch machen würdet. So. Das heißt, ihr führt die Hand über ihren Kopf weiter und gebt euch die Hand in die andere, fühlt sich die Dame sicher und ihr hättet sie komplett geführt. Das heißt, dort greift ihr nur um, aber ihr habt nie die Hände voneinander gelöst und tanzt getrennt voneinander. Kleiner Punkt nochmal, ihr öffnet und entweder ihr schwingt durch und lasst los, dann ist es die gemeinsame Drehung, oder ihr tanzt weiter, haltet die Hand, greift nur um und seid dann in dem ganz normalen Öffnen. In dem Fall hätte sie nur alleine gedreht. So viel zu euch, meine Herren. Komme ich zu euch, meine Damen. Ja? Auch für euch nochmal ganz kurz gezeigt. Ihr habt die Rechtsdrehung öffnen. Zum Partner öffnet, zum Partner und würde dann wieder auf ihn zugehen mit Vorseil dran und Seiten der Drehung. Das sind die Schritte. So, was passiert jetzt, wenn ihr drehen sollt? Ihr habt das rückwärts tanzen, wir sind in die offene Position gegangen. Ihr habt ein Vorwärtsteil. Vor, vor, schließen. Wenn ihr drehen sollt, meine Damen, dreht ihr nach links. Ihr habt es etwas schwerer als der Herr. Der Herr dreht nach rechts, ihr nach links. Ihr tanzt auch über 4 Schritte, also mehr als einen Takt die Drehung. 1, 2, 3, 4 ankommen. Und würde dann in den Rückwärtsteil gehen und würde wieder mit ihm mittanzen. Linksdrehung. Meine Herren, kleiner Hinweis. Diese Figur tanzt ihr nicht über die Ecke. Ihr tanzt sie auf der kurzen oder auf der langen Seite, aber nie über die Ecke. Ihr würdet noch sehr gut mit eurer Drehung über die Ecke tanzen können, weil ihr eine Rechtsdrehung habt und dort weniger tun müsst. Die Dame hat aber eine Linksdrehung und muss dort mehr tun. Und das ist schon eine 1,5 Drehung. Das schafft sie im 60-Takte Wiener Walzer sehr wahrscheinlich nicht. Deswegen achtet bitte, bitte, bitte darauf, dass ihr das immer auf einer geraden Linie tanzt und nicht um die Kurve. Das unterstützt auch, dass ihr beide wieder miteinander und beieinander rauskommt. Ne? Gerade wenn ihr beide dreht und ihr fasst euch nicht mehr an, driften die Paare schon gerne mal auseinander. Da müsst ihr echt darauf achten, dass ihr auf einer Linie tanzt und auf einer Linie auch weiter tanzt. So, meine Damen, ich zeige es nochmal für euch. Ihr tanzt rechts, dreh, hoch, öffnen. Drehen, 2, 3, 4, ankommen, Rückseite an und ihr seid in der Rechtsdrehung drin und könnt wieder raustanzen. Ja, total schön, einfach zu tanzen, einfach gleichmäßig rumdrehen, meine Damen, wie beim Herrn auch. Auch in der Linksdrehung, ihr habt ganz gleichmäßig die Schritte. Wenn ihr das tanzt, ihr geht rein, öffnen und jetzt kommt die Drehung. 1, 2, 3, 4 ankommen. Ja? Dann nochmal zum Partner und erst dann in Tanzhaltung. Also nicht zu früh in Tanzhaltung auf ihn drauf springen. Ja? Ihr müsst jetzt mal, ne, von dieser einen Hand wieder in die andere Hand kommen, beide Hände packen, Tanzhaltung. Das sind die Schritte. Nicht von der einen Hand sofort zukrauschen. Ich verspreche euch, ja, 60 Takte sind so schnell, sie ist sofort, ihr seid sofort wieder beieinander, ihr müsst da nicht hetzen. Die Figur macht super Spaß. Ja? Sie macht Spaß, meine Damen, wenn ihr sie alleine tanzen dürft oder wenn euer Partner mit tanzt. Für euch ändert sich eigentlich gar nicht so viel, ob ihr alleine dreht oder es mit ihm tanzt, außer dass ihr einmal wirklich, ne, noch eine Hand als Unterstützung habt. Achtung, das ist nur, falls was sein würde. Ansonsten könnt ihr das wunderbar auch alleine tanzen. Das braucht ihr nämlich auch, wenn ihr beide dreht.
Also verlasst euch doch nicht auf den Herrn, steht schön gerade, dreht schön rum. Und allerwichtigster Punkt, bei allen, die wackeln oder die nicht auf der Linie tanzen können, hört auf, runter zu gucken. Ihr könnt einfach nicht gut drehen, wenn ihr runter guckt. Ne? Wenn ihr hier in die Drehung reingeht, ins Öffnen und ihr, oh Gott, wo soll ich denn hin? Dann fängt man meistens an, irgendwo hinzuschwanken und kommt nicht gut klar. Ihr müsst immer gucken, wo ihr hin wollt. Ja? Wenn ihr das Ganze tanzt, die Rechtsdrehung öffnen, ihr dreht 2, 3, 4 und ihr seid drin. Ja? Also nicht irgendwo runter gucken, man steht nicht gut. Dreht ganz konstant auf der Linie. Schöne Figur, macht viel Spaß. Habt also Spaß beim Üben.